Oh, es wird echt dunkel jetzt. Oh, was? Das Spiel ist viel zu gut. Hey Leute, Bardo hier und willkommen zu Woven. Es ist ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel, wie ich finde, wo aktuell die Demo draußen ist. Und zwar ist das Spiel noch gar nicht fertig, aber es gibt schon eine spielbare Demo und es gibt eine Kickstarter-Kampagne dazu und was das genau zu bedeuten hat und warum das Spiel so cool ist und warum ich richtig viel Bock auf das Spiel jetzt habe, können wir gleich drüber reden, wenn es losgeht. Und erstmal spielen wir. Wer ist ein Glitch? Und wir haben zum ersten Mal die Welt gesehen. Oh, das ist alles aus Wolle hier. Ja, die ganze Welt ist aus Wolle, wir sind aus Wolle. Und wir können auch nachher mit der Wolle cool Stuff machen. Oh, soll ich reden oder soll ich nicht reden? Ich will nicht reden, wenn er was erzählt. Kann ich die Kamera drehen? Ja, oh, kann ich. Wir können nachher übrigens die Teile von uns austauschen, also dass wir einen anderen Kopf haben oder andere Beine von anderen Tieren. Oh, können wir auch laufen? Nee, okay, hier ist die Kamera. Wow, okay. Laufen wir hier mit? Oder klicken wir zum Laufen? Ah, wir klicken da hin, da läuft der. Oh, guck mal, wie der läuft. Der läuft wie Naruto. Ditch thinks he can do something here. Oh, wie cool das Spiel einfach ist. Oh. Okay, wir können hiermit irgendwas anstellen. Was können wir hiermit machen eigentlich? Ah, hiermit können wir, push, pick up? The Agnet revealed a pattern square. Oh, wir haben was aufgehoben. As it might prove useful somewhere. Ja, gut. Können wir irgendwann gebrauchen. Finde ich in Ordnung. Walk. Aber wir können auch joggen. Oh, jetzt ist er schneller. Oh, wie cool. Können wir uns das angucken? Ich will mir das mal angucken. Kann ich mir Sachen angucken? Was kann ich hier machen? Pick up. Push. Kann ich das pushen? Oh! Er hat gerade was gepusht. Jetzt stampft er. Achtung. Mm. Okay. Gut, wir gehen mal ein bisschen weiter. Erkunden wir ein bisschen mal. Oder erkunden wir die Welt. Komm, ich finde, das sollte so ein Mix aus beiden sein. Ich denke, bei diesem Spiel geht es auch viel um Erkunden. Und ich habe das Spiel schon vor einer ganzen Weile, ich glaube im Mai tatsächlich. Oh, hier können wir schon irgendwas machen. Hier sind Bienen und greifen uns an. Hallo, wo gehst du? Wo rennst du hin? Glitch heißt du ja. Glitch, wo rennst du? Achso, der ist von den Bienen weggerannt. Und ich fand das Spiel total cool, so vom Look und allem. Und dachte ich, dazu muss ich im Grunde mal ein Video machen. Habe ich auch den Entwickler direkt angeschrieben. Oh, da vorne können wir schon die Steine irgendwie wegkicken oder so. Und der hat mir tatsächlich einen Key gegeben fürs Spiel. But walks blocked. Oh. Heißen wir jetzt Stuffy oder Glitch? Hätte ich mal besser zugehört. Together they would stay. Fuß, Rot, da! Das ist einfach einer der coolsten Designs überhaupt. Guck dich den mal an, wie awesome der ist. Okay. Können wir nicht einfach hier hoch? Okay, ach, wir klicken immer drauf, wem wir gerade steuern. Oder... Nee, okay, wir steuern beide anscheinend. Aber wir können ja nicht hoch, schade. Gut, erkunden wir mal weiter die Welt. Irgendwas mit den Steinen können wir machen. I don't get it, man. Okay, aber vorne ist eine Brücke. Gehen wir über die Brücke. Hier ist ein Stein. Oh, da ist ein riesiges Wollding vor. Ich stecke einfach mal da hinten hin und guck, was der macht. Ob der da hinläuft jetzt oder nicht. Aber es ist so ein riesiger Wollklumpen ist davor. Er kommt doch nicht vorbei. Was sollen wir denn damit? Oh, da ist ein anderer. A ball of yarn blocked the bridge. Too heavy for him to toss. Oh, ja, ich will aber... Ne, ich will da hin. Ich will den haben. Ah, Muscle. Push. Oh, wir können den wegschieben. Oh, du bist so stark. Jetzt kommt der andere an. Oh, ich habe es hingekriegt. Hallo. Hey, Buddy. Kann ich dich scannen? Ja, kann ich. Wir sind Stuffy, okay. Stuffy ist der Elefant und Glitch ist das Viech. Wir haben ihn jetzt eingescannt und wir können jetzt theoretisch... Okay, können wir noch nicht. Aber theoretisch... Oh, der rennt hinten, rennt er weg. Ich weiß, solche Spiele sind eigentlich nicht das, was ich spiele, so ruhigere. Wobei, ich meine, Turmoil ist auch ein ruhigeres Spiel und es ist auch super. Ich mag das, wirklich. Ich mag das sehr. Sehr. Soft shapes, made with fiber and stitch. Mhm. Stood a machine made of metal. Stimmt. Ist die einzige Maschine, die aus Metall. Why was it here? Stimmt, der ist auch noch aus Metall. Ja, ich traue mich hinzugehen. Und ich gehe sogar hier oben hin. Jetzt können wir mich scannen. Activate. Yes. Oh, der steckt sich da rein. That's what she said. Und jetzt können wir uns verändern.
Given the time, he could make anything fit. Ey, oh, Pattern, okay. Vom Haar, vom Rabbit. Hier haben wir den Elefanten und hier haben wir den Rabbit. Oh, was kann ich denn austauschen? Ah, ich kann die Farbe verändern. Oh, die Farbe ist eigentlich doof. Ich will weiterhin grau bleiben. Oh, hier kann man so richtig viel Zeit verschwenden. Komm, ich will mir ein gelbes Bein geben. Ah, ich kann nur beide Beine gelb machen. Das sieht nicht gut aus. Oh, jetzt werde ich hier so richtig lange an diesem Optik-Ding hängen. Das sieht alles nicht so super gut aus. Oh, Special. Nee, ist auch nicht so super gut. Legendaries? Oh, es gibt Legendaries. Oh, right. Back? Okay. Ah, jetzt werden wir zum Hasen. Okay, man muss draufklicken. Ich muss draufklicken und dann kriege ich den Rabbit-Kopf. Oh, wie falsch ist... Oh nein, das ist ein cutes Spiel, habe ich gesagt. Aber gut, gib mir die Rabbit-Beine. Ah, dann kann man so durchswitchen. Ich habe jetzt die Rabbit-Beine, aber den Elefantenkopf behalte ich. Ja, der sieht nämlich viel, viel cooler aus. Und das hat alles für verschiedene Fähigkeiten. Der Rabbit ist zum Beispiel leichter vom Körper. Und dann geben wir mal einen Rabbit-Buddy. Da. Oh, wie komisch das jetzt aussieht. Never skip Oberkörper Day. Okay, aber ich find's auch ganz cool eigentlich. Komm, wir machen mal alles. Komm, wir lassen das mal so. Wir sind jetzt so zum Teil Rabbit und zum Teil Elefant. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Er sieht so cool, als ob er halt mit dem rechten Arm dauernd was gemacht hätte und mit dem linken Arm halt gar nichts. Es sieht aber cool aus. He was faster, he was lighter. Wir können jetzt über den Stein drüber springen. Und zwar mit der Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob wir über den Stein damit springen können. Aber he could skip a rock or two. Das ist ja im Grunde eine Anspielung, dass wir darüber springen können. Ich finde, das sieht so cool. Das sieht jetzt so richtig weird aus jetzt. Aber ich finde das cool, Alter. Das sieht halt einfach mega cool aus. Aber ich meine, habt ihr schon mal ein Spiel gesehen, was sowas hatte? Es gibt kein Spiel auf der Welt, was diese Idee... Dahinter ist der Rabbit auch. Es gibt kein Spiel auf dieser Welt, was sowas hat. Das ist halt eine völlig eigene Idee. Hat von niemandem irgendwas geklaut oder sowas. Hi. Kann ich dich scannen? Kann ich euch scannen? Nein? Aber dafür ist doch einen coolen rechten Arm. Willst du nicht mit dem rechten Arm irgendwas Cooles machen? Okay, wir sollen da vorne über den Stand drüber springen können. Bezweifle ich ehrlich gesagt noch, dass es geht. Aber ich will nicht so ein Nörgler sein. Ich glaube einfach. Ich glaube an Stuffy. Dass Stuffy da drüber springen kann. Und zwar mit der Jump-Fähigkeit. Es geht! Stuffy oh. And Glitch sailed through the air. Oh. Quite well as a pair. Ja, Stuffy, Mann. Mega gut. Ich finde, wir sehen auch so richtig nice aus. Halt dieser eine Krüppelarm und der Elefantenkopf noch, der uns einfach nichts bringt und einfach sonst der Haar. Oh, das ist so cool. Ganz ehrlich, das Spiel könnt ihr übrigens kostenlos, also die Demo könnt ihr kostenlos runterladen. Und da gibt es eine Kickstarter-Kampagne zu. Und wenn das Spiel genug bei Kickstarter gefeatured wird, das ist so, so ein Spiel zu machen ist natürlich sehr, sehr teuer. Und für ein kleines Entwicklerstudio ist es meist zu teuer. Und deswegen haben die eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Und da können dann Leute, die das Spiel cool finden, Geld spenden, dass das Spiel fertig gemacht wird. Aber wir sind jetzt in der Wüste. Die ist aus Leder und Wolle. Oh, das Spiel und auch die Musik. Wie kann so ein kleines Entwicklerstudio so ein cooles Spiel zusammenbauen? Oh, da links ist eine Kobra. Oh. Was können wir mit dir machen, Kobra? Hallo, Kobra, blockierst du mich? Greifst du mich an? Ich spring über dich. Hallo. Ich komme in Frieden. Oh, sie lässt mich durch. Mein Fashion ist dir nicht gut genug. Die Schlange hier lässt mich nicht durch, weil mein Outfit nicht passend ist. Und das gefällt der Schlange nicht. Die modebewusste Schlange von heute. Oh Mann, wie cool. Okay, ich brauche nochmal so ein metallenes Ding, um mich zu verwandeln, dass ich wieder normal bin. Ich gehe einfach mal hier oben lang. Vielleicht gibt es das hier oben. Ey, das ist so cool. Ey, tut mir leid, wenn ich so oft sage, dass es cool ist, aber ich finde es halt mega cool. Ich finde das Spiel einfach mega... Also ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, ey, das ist zu langweilig. Wo sind die Explosionen? Aber ganz ehrlich, vielleicht gibt es hier ja eine Explosion aus Wolle. Ich weiß es nicht. Ich finde, ein Spiel muss nicht unbedingt eine Explosion haben, um gut zu sein. Es hat richtig coole Atmosphäre. Es ist eine richtig kreative Idee. Es sieht mega cool aus, alles.
Moment, da vorne ist so ein Erdmännchen. Ich will die Welt erkunden. Wenn so ein Erdmännchen ist, dann will ich das gerne. Oh, ich kann nicht mehr stampfen wegen den Beinen. Kann ich springen? Geht es damit auch? Nee. Weil mit den anderen Beinen kann ich bestimmt hier stampfen und dann fällt das hier raus. Das geht bestimmt. Okay, dann hätte ich jetzt gerne die Elefantenbeine gleich. Ich hoffe, hier ist nochmal so eine Maschine irgendwo. Nee, wir erkunden weiter die Welt. Oh, wie cool, ey. Komm, wir gehen da hin. Und jetzt activate. Ganz am Anfang wird das auch alles so komisch, dass man klicken muss zum Laufen und so. Aber jetzt inzwischen geht das alles so flüssig durch die Hand einfach, die ganze Steuerung. Und er guckt die Kamera an. Der verfolgt mit dem Kopf die Kamera. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Achtet mal drauf. Die Kamera geht hier hin. Okay, Stuffy, hä? Stuffy, willst du nicht? Oh, doch, jetzt. Oh, wie cool. Komm, wir gehen hier hin und wir stampfen jetzt einmal. Komm raus, Erdmännchen. Hat nichts gebracht? Dann stampfen wir jetzt nochmal. Bringt nichts, schade. Ey, Schlange, ich seh jetzt cool aus. Das The snake would not let Stuffy through. Was? Unimpressed with his fashion. Their outfits did not match. Ach, unsere Outfits müssen sich matchen. Ah, was hat die Schlange denn? Die hat den Kopf oben mit... der Kopf ist normal. Der Oberkörper ist so und... Okay, ganz ehrlich, bei solchen Spielen kann man nur hoffen, dass es gut ankommt. Weil ich meine, es ist ja egal, wie viel Spaß es mir macht. Es ist ja am Ende wichtig, dass es halt euch gefällt. Und ich hoffe einfach, dass es euch... Gefällt euch sowas? Gefällt euch... Findet ihr das nicht auch cool? Ist doch mega cool. Okay, wie sieht die Schlange nochmal aus? Normal. Wir müssen erstmal weg. So. Die Beine müssen normal sein. Zack. Und der mittlere Körper muss so sein. So war die doch, ne? Ich hoffe, das war's. Nee, komm, du musst die Beine noch grau machen. Ja, danke. Okay, ich hoffe, das ist richtig. Muss ich das vielleicht erst finden? Dumme Schlange! Lass mich doch durch! Okay, wie soll ich das denn freischalten? Er muss ja irgendwo sein. Da vorne, der Baum sieht so aus wie in der Farbe. Kann ich vielleicht Farbe vom Baum... Es macht keinen Sinn, aber kann ich vielleicht den Baum irgendwie... Die Farbe rausziehen, irgendwie, dass ich das... Was ist ja die Farbe, die ich brauche? Das ist ja eins zu eins die Farbe von der Schlange. Kann ich den Baum... Es wird nicht funktionieren, aber ich bin einfach mal optimistisch, dass es funktioniert. Nein? Grab? Oh, es ging! Ich stelle mich einfach hin und klicke und dann nimmt er die Farbe auf. Geht's auch mit dem Kaktus? Geht das überall? Nein, oder? Das geht überall! Oh, ich habe erst jetzt das Spiel verstanden, glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich das Spiel cutten soll oder nicht cutten soll. Die Demo geht so ungefähr 30 Minuten. Ich habe jetzt ein bisschen rumgehangen, deswegen wird es bei mir wahrscheinlich so 40 Minuten dauern, wie ich das aufnehme. Ich glaube, ich schneide das ein bisschen runter. Ich denke, es geht ein bisschen was von der Stimmung weg, wenn ich das nicht schneide. Aber ist doch einfach dumm, wenn ihr zugucken müsst, wie ich dreimal hier hoch und runter gehe. Nur weil ich zu dumm bin zu checken, dass ich einfach da vorne links beim Baum mich hinstellen muss. Schlange, ich sehe jetzt so aus wie du. Richtig hübsch. Yes! Tschüss, Schlange. Das hat mich ganz schön genervt. Aber auf eine cute Art und Weise hat es mich genervt. Nicht so, dass ich sauer bin. Also, ach du Schlange. Mach du denn dein Schlangending. Und weiter. Okay. Was kommt noch? Wir hatten am Anfang eine normale Welt mit einem Was ist hier vorne? Erdmännchen. Oh, die kommen immer da aus dem Loch. Ich bin nicht sicher, ob es cool aussieht oder nicht cool aussieht. Ich würde erstmal sagen, es sieht cool aus, sieht aber aus wie irgendein Fetischclub, oder? Moment, sieht es mit einem Hasenkopf besser aus? Nicht wirklich. Oder doch, es sieht mit einem Hasenkopf ein bisschen besser aus. Komm, wir machen uns mal zum Hasen. Kommt jetzt zum Hasen. Sind wir leichter, sind wir wahrscheinlich auch schneller. Und jetzt noch den anderen Arm. So. Und wir sind der Hase. In einem sehr komischen Look. Es sieht gar nicht so doof aus. Ich finde, es hat auch was. Hat was. So. Und wir sind schneller. Oh, wie schnell wir jetzt sind. Hätte ich mal früher zum Hasen wechseln sollen. Der ist hier eine Rakete. Kann ich hier irgendwas einsammeln? Ich kann doch hier bestimmt was einsammeln. Das ist Wolle. Kaktuswolle. Die Farbe habe ich doch schon, ne? Pickup. Ne, habe ich schon. Okay, gehen wir jetzt hinten hin. Ich habe so viel... Ganz ehrlich, es ist auch so ein bisschen halt einfach, dass man lernt beim Machen. So. Man lernt halt beim Machen, was man machen muss. Und da lernt man beim Machen, wie man es macht. Und man macht einfach. Muss ich hier rüberspringen? Nee, okay. Oh, Stuffy had never been this far. Oh, wir waren noch nie... Stuffy war noch nie so weit weg. Und er wollte auch noch nie weiter weg. Oh, und... Also es hat tatsächlich eine Story.
and face any obstacle found. Oh. By circumstance connected, but now by friendship bound. Ja. Ey, ganz ehrlich, die sind doch meine Freunde. Sie haben schon so viel durchgestanden, wir haben uns modisch für eine Schlange angezogen. Mit jedem Lebewesen, wo ich mich für eine Schlange modisch umziehen muss, ist mein Freund, automatisch. Oh, ein Wald. Und gibt es kein Licht? Stuffy hat Angst vor der Dunkelheit, warum? Oh, es wird echt dunkel jetzt. Oh, was? Das Spiel ist viel zu gut. Ja, wir können... In the darkness, Lich's shine brought to the forest a reverent glow. The mushrooms formed a path of sorts, and that's where they could go. Ah, da, die Mushrooms. Das Spiel, ganz ehrlich, es gibt so viele große Entwicklerstudios, die es nicht halbwegs so gut hinkriegen würden. Nicht mal ansatzweise. Ich bin mega geflasht vom Spiel einfach. Guck mal, wie schön das ist. Ohne Witz. Und die Musik und alles, das ist so... Wir müssen in den Mushrooms folgen, glaube ich. Hoffe ich, dass wir jetzt nicht im Kreis gelaufen sind. Folgt die Mushrooms. Da geht's lang. Da sind die Mushrooms am Leuchten. Ich folge den Mushrooms hier, den pinken. Lilanen, pinken. Den vertraue ich. Oder kommen wir hierher? Nein, wir haben es geschafft. Oh, das war, ganz ehrlich, das war so cool, das ist dunkel geworden und alles. Und das war nur für so eine ganz kurze... Oh, das war's. Und das war nur für so eine ganz kurze Sequenz. Wenn das Spiel nachher, was fertig ist, auch so voll ist von so coolen Ideen, ey, dann her damit. Dann kann ich mir einfach nichts... Oh, kann ich da irgendwie das rauszupfen? Nein, schade. Da kann ich mich aber nochmal verwandeln. Muss ich, maybe sogar. Okay, Gras sieht der White aus. Der Graslook. Der rockt den Graslook. Und hier oben jetzt lang. Es müsste noch irgendwie sowas kommen, was ich. Was macht, dass ich schwimmen kann? Ich glaube, es kommt jetzt gleich. Hier einen Hügel hoch. Oh. Eine Metallspinne. Oh nein. Es gibt Gegner im Spiel. Nein, geh nicht zu mir. Nein, Spinne, hau. Nein! Das war das Ende, nein! Du kannst auf so einer Note nicht enden. Oh! So gut, das Spiel. Ich habe noch, glaube ich, noch keine Demo gespielt, die so gut war. Ich werde euch mal in die Videobeschreibung einen Link zur Kickstarter-Kampagne verlinken. Da könnt ihr auch die Demo kostenlos runterladen. Und es ist so gut. Guck mal, wie wenig Leute daran gearbeitet haben. Ich will mehr. Also ganz ehrlich, jetzt wo das kam, ich will einfach weiterspielen. Es ist so unfassbar gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich mal mit einem Kommentar wissen. Ich fand es so gut. Ich fand es wirklich so gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, weil es war so... Von der Atmosphäre, von den Spielideen, von dem Look, das war einfach super. Wirklich super. Mega gut. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Und, ja, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, könnt ihr es auch spielen. Und ciao.